Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Drachensagen Online. Wir sind im Geisterevent. Okay, ja. Das wunderschöne Geisterfestevent. Ja, alles schon durchgespielt. Easy, gedrackt, sage ich dann nur zu. So nebenbei diese komischen Schuhe, die habe ich auch mal hoch gecraftet. Jetzt auf Rang 6. Aber ich habe gesagt, du kannst ja noch die Schuhe hochcraften, wo ich sage, macht keinen Sinn. Wobei ich mir jetzt halt so gedacht habe, so, was hast du jetzt eigentlich noch zu tun? So, du kannst jetzt nur noch Runen nach oben bringen. Vielleicht die Steine, so, die noch ein paar dazu verdienen durch Skaukeln, mit deinem Andermann und so weiter. Und dann noch die Runen und dann war's das. Dann kann man jetzt auch eh noch ein paar Kerne farmen, um die Sachen alle auf Rang maximal zu bringen. Den Mantel kann man ja leider nicht höher machen. Vielleicht mit dem nächsten Release, wer weiß. Da sind ja einige Spekulanten am Spekulieren. Fuck! Da habe ich jetzt eine verschwendet. Na egal. Es ist halt der, wie heißt es hier, der Malus. Mach's ein Video, Malus. Jetzt bin ich auf tödlich reingegangen. So eine Scheiße. Ich wollte auch auf Internal 3 reingehen. Na, dann gibt es diesmal halt nur ein paar weniger. Jetzt einfach rauszugehen, wäre auch nicht geil. Dann würde ich nämlich einfach dieses eine Gegenmittel ja quasi verschwenden, naja. So, jetzt brauchen wir noch zwei Bäume, dann kann ich mir gleich wieder 5 Draken abholen, aber anscheinend sind hier keine Bäume mehr. Oh, dann hätte man wirklich auf den Finale Dingsbums reingehen müssen, naja. Naja, dann kann ich diesmal zumindest den Boss platt mal, zumindest den Trick zeigen mit dem Boss. Fürs Mini-Event. Es war relativ spät, aber dann könnt ihr euch fürs nächste Mini diesen Trick merken. Ja, oder Nebula-Error. Boah, komm, Spiel, fick dich so grad ins Knie, Alter. Ich kann doch nichts. Boah. Ey, und so ein Dreck spiele ich, Alter. Boah. Bin ich mal gespannt, ob ich wieder zurück in die Stadt komme oder doch das Glück habe. Und vielleicht wieder eine Map landen. Ist ja schon mal. Weil es ist immer so eine 50-50 Chance. So ab und zu schaffst du es. Und ab und zu wirst du wieder zurückgesetzt. Und? Ah, guck mal, hier zumindest bleib ich hier drin. Ja, tropfen lassen. Kackverficktes Arschloch-Spiel. Mit kackverfickten Arschloch-Entwicklern und Community-Managern und alle Menschen, die daran spielen, sind total schlechte Menschen. Haben halt einfach nichts verdient, Alter. Haben alles Schlechte in der Welt verdient. Das definitiv. So, das ist wieder mal dem Wort zum Sonntag und zum Spiel. Ja. Ich meine, die haben ja angekündigt, vor 20 Monaten, dass sie Release 213 bringen. Jetzt nach 3 Jahren. Immer noch nichts, ne? Also seit August halt Stillstand bei dem Spiel. Eher noch Rückschritt, so like, oh ja, Events, die haben wir ja zwar, aber ja, wir bringen einfach mal das gleiche nochmal. Komplett unverändert. So, richtig nice. Weißt du, das zweite Mini-Event wird wahrscheinlich sogar genauso gleich heißen und genau das gleiche geben. Bekommst du nochmal das gleiche Pad nochmal, denk nochmal den gleichen Kopf nochmal. Ja. Das ist wirklich Arbeit. Also so krass arbeiten können auch nur wirklich die Typen da. Wie
ich da zur Zeit fahre, ist halt, ich renne einfach bis zum Boss durch, hier bei Grand Pharah normalerweise. Einfach durchrennen, hier sich noch den einen Gesicht des Todes mitnehmen und dann ab in die Challenge rein. Das heißt, Gesichter des Todes werde ich mir vorfarmen für die nächste Challenge und mir dann diese Direkteingänge holen. Davor am Anfang noch die Gegenmittel von Sophia, die olle Schnecke, verbraten. Ja, ich spiele mich jetzt gerade direkt danach nach dem Titans Charizard Spiel auf. Mein Gott, das war so ein Hammerspiel. Also das war halt eines dieser Spiele, wo ich hätte vielleicht hingehen, also wenn ich genügend Geld gehabt hätte, wäre ich da sogar live gewesen. Oh, das wäre so geil gewesen, ein so ein spannendes Spiel live gesehen zu haben hätten, Alter. Boah, das wäre Hammer gewesen. Oh, Achtung, Spoiler, ich verrate das Ergebnis jetzt. Die Chargers haben halt nur gewonnen, hauchdünn. Alter, der letzte Spielzug, der war halt so relativ kontrovers und man könnte sagen, so, hätte man das machen sollen oder hätten die in die Overtime gehen sollen, aber haben wahrscheinlich dann doch richtig gehandelt, weil, ja, der Quarterback von den Chargers, der hat halt Plays in dem Spiel gemacht, die waren krass, Alter. Weißt du, erster Drive, wirft direkt einen Touchdown. 75 Yard Touchdown. Und weißt du, das hat er dann nachher nochmal gemacht, in einem anderen Drive, aber dann 55 Yard Touchdown oder so. Heftig, Alter, heftig. So, weißt du, die hatten eine Spielzeit von, keine Ahnung, 10% des Spiels, aber haben zigtausend Punkte gemacht, Alter. Also 20. Und die, wie heißt es hier, die Titans, die waren halt irgendwie doppelt so lange auf dem Spielfeld, dreifach so lange auf dem Spielfeld, aber haben es nicht geschissen bekommen zu gewinnen. Aber es war am Ende so knapp, Alter. Also so ein Footballspiel ist schon geil, weißt du? Uiuiui. Aber auch das letzte Patriots-Spiel war mega Hammer. Das gegen die Kansas City Chiefs, Alter. Boah, das war auch ein Super Bowl würdig, Alter. Das, die beiden Matches waren Super Bowl würdig, Alter. Das war schon echt heftig. Also, was für Spieler zur Zeit kommen. Und immer so, man denkt sich so, oh, der gewinnt. Oh, nee, der gewinnt. Und dann gewinnt er doch nicht. Und dann denkt man so, der gewinnt garantiert. Und dann verliert er. Boah. Aber also, das ist so eine Season, wo man echt so sagen kann, das ist hier wirklich kein Wunschkonzert. Das ist hier, muss alles hart erkämpft werden. Oh, jetzt merke ich gerade sogar hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie heftig der hier reinhaut. Der Zwerg ist ja. Okay, der hat diesmal nichts gemacht. Okay, auf tödlich ist kann ich einfach den umhauen, alles klar. Auf Infernal 3 ist der Zweck einfach übertrieben zu stark hier drin, weißt du? Man steht davor und versucht irgendwie ausweichen, bupp, Leben weg. Also da hilft, da ist das hier, ja, das aktiviert sich sofort. Am besten müsste man so machen, dass man hier noch die Abklingzeit hat von seinem Begleiter und dass man dann genau den Begleiter bekommt, wenn der Dampfmechanikus da ist, damit der abgelenkt wird. Damit man dann halt dann schnell platt machen kann mit roten Essis. Damit halt man nicht stirbt. Weil ich meine, sonst nimmt man, gibt man eben mal 40 an der Mand aus. Also ist jetzt auch nicht so schlimm. Weil man kann sich ja zumindest, also wenn man Premium hat, dann ist es sogar gratis. Dann ist eh null Problemo. Ja. So, wie viel habe ich denn jetzt noch? Ein Gegengift. Ein paar Leichenteile, die ich noch sammeln muss. Ja, und wie gesagt, der Trick dabei ist, wenn ihr diese Quest habt. Mit 70 Gegner platt machen, falls ihr die schon erledigt habt. Ja, kein Problem. Macht die Quest einfach komplett fertig, bis ihr hinten die Map komplett fertig habt. Aber dann sagt ihr zu diesem Typen hier hinten, wenn ihr die Quest abgeben wollt, so, füg dich und haut ab. Und dann könnt ihr beim nächsten Mal wieder den Boss mitnehmen. So geht das, also. So, nicht anders. So. Oh, jetzt ist das Spiel wieder schön langsam. Ja, ich weiß, genau. Ist ja wieder Wochenende. Service dürfen wir auch wieder runterfahren. Oh, so, wie viele Kerne brauche ich denn noch? Ich brauche noch ein paar Kerne. Und damit ich meine Fensterschultern fertig machen kann, dann habe ich alles fertig. Dann werde ich wahrscheinlich noch einmal Deluxe nehmen. Mir dann ein paar tausend Runs mit Materiefermente, vielleicht an auch Andermann kaufen, damit ich das in den nächsten Tagen fertig machen kann.
Ich muss mal kurz nachgucken. Wir haben den 21. Die Challenge kommt am 26. Das heißt, wenn ich so am 23. Das Deluxe noch anmache, geht sich das von der Zeit halt noch aus, dass ich auch noch schön die Mini-Challenge machen kann und meine schönen 9000 Cubes farmen kann. Ja. Habe ich jetzt noch, glaube zwei, also ein paar Tage Zeit, um noch ordentlich hier Materiefragmente zu sammeln. Wobei ich jetzt echt nicht so, ja, euphorisch bin, dass ich das noch in der kurzen Zeit hinkriege. Ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern als, ja, so. Werde auf jeden Fall jetzt die Tage noch versuchen, beziehungsweise einfach farmen, die Zwischenwelten auf Gold, alle auf Gold bringen. Das dürfte jetzt mein letzter Run für dieses Mini-Event gewesen sein. Dann wird sich die Tage wahrscheinlich noch genügend. Aber ich weiß gerade echt nicht so, was ich machen soll. Weil, weißt du, was ich auf jeden Fall mal machen möchte, ist hier alles Gold farmen und hier alles Gold farmen. Daher weiß ich, hier habe ich schon, glaube ein paar Kuwelts auf Gold gemacht. Okay, eigentlich eher nicht so. Relativ nur drei, glaube ich, ja. Aber hier habe ich zumindest schon mal Q7, eine relativ nervige. Das hier hat man innerhalb von 3 Stunden fertig. Also das ist quasi auch schon gegessen. Habe ich hier, glaube ich. Ah, na. Da habe ich nur ein paar Runs gemacht. Hier habe ich die zumindest schon auf Bronze. Ja, also wie gesagt, wenn sich Leute finden, fahre ich mit dem mal ein paar Q-Welten auf Gold. Werde mir mal wieder welche suchen müssen. Ja. In der Zeit verkaufe ich alles Mögliche. Jeder Scheiß muss raus. Oh, komm. Das Inventar lasse ich mir jetzt nicht voll Müll von dieser kackdüster Mongo Map Quest. So, 2 Inventarplatz gespart. Heißt, das kriegt man in einem Infernal 3 Run wieder raus. Nein, lass ich mir die beiden Tablets jetzt nicht wegnehmen. Joa, wissen bin ich auch so gut wie fertig. Da gibt es auch nichts mehr, was da wirklich dazukommen kann. Also, ja, ich bin wahrscheinlich so gut wie komplett fertig mit allem. Wie gesagt, nur noch Edelsteine. Jetzt halt nur noch hier die paar Schultern auf Rang 6 bringen. Dann dürfte alles gegessen sein. Und dann noch ein paar Sachen hochglüfen mit Deluxe dann. Hier sind ja nochmal 25 Millionen, die ich dadurch bekomme durchs Deluxe, die ich dann hier reinstecken kann und dann nochmal 7 Millionen übrig habe. Hier hole ich mir nochmal 7 Millionen raus, hier nochmal 7 Millionen, dann habe ich nochmal 21, das heißt doch ein Item hoch. Dann dürfte das Item nochmal hochgezogen werden und dann dürften schon alle Items wieder hochgezogen sein. Ja, dann dürften alle Items wieder oben sein. Ja, dann werde ich wahrscheinlich, die nächste Zeit einfach dafür benutzen, um hier wunderschön mir einen 11%igen Mantel zu holen. Schön viel Angriffsgeschwindigkeit. Beziehungsweise noch einmal nachrechnen, wie viel Angriffsgeschwindigkeit ich brauche für den maximalen Speed Breakpoint. Und letztlich wieder in den Kommentaren gelesen, so dass ich blöd bin, so, ey, kauf dir doch die Rune, dann hast du höheren Speed Breakpoint. Ey, ich kann selber rechnen. Ich weiß, wann ich den nächsten Speed Breakpoint bekomme. Und dafür brauche ich hier halt da noch ein 16er und noch ein 16er. Da noch die genügend Steine rein und glaube, hier müsste es voll sein. Muss ich aber nochmal nachrechnen. Wie gesagt, 225 Kleeblätter müssten es sein. Und dann könnte ich loslegen. Mit Runen kaufen, craften und reinpacken. Dürfte ich mit den Buffs von Zerschmettern, Banner und allem drum und dran genügend Attack Speed haben, um den Zerschmettern auf den höchsten Speed Breakpoint bei Kalix dann zu benutzen, damit ich die dann halt schneller platt mache oder bei Medusa, damit ich die halt noch schneller platt machen kann. Und fürs normale Farm sage ich dann, ja, dann nehme ich halt eine Rune raus, pack hier eine Kritdamage-Rune wieder rein. Damit ich dann die Mobs einfach so easy mit 400 Crit-Schaden platt machen kann. Damit ich dann hier meinen grünen Beißer ausrüsten kann, damit ich hier ein bisschen mehr Schaden habe.
Oder ich sag generell so, okay, Run Speed, Attack Speed ist so, meh. Und dann lasse ich das einfach so und sage, ist gut. Oder ich packe hier noch einen, ich crafte mir jetzt noch einen Stein da rein und sage dann, ja, ist gut. Wie gesagt, das sind noch Gedanken, worüber ich mir ja noch Gedanken werden machen werde. Das hier war auf jeden Fall das Geist-Event. Boah, jetzt, wo ich das nachher einmal durchgespielt habe, muss ich sagen, ist halt trotzdem Kacke, weißt du. Und damit waren es die abschließenden Worte zu dem Event. Ein paar Draken werde ich mir noch halt auch noch erfahren mit dem nächsten Mini, damit ich eigentlich die Schultern craften kann. Und das war's dann auch. Ciao.